So, und da ist schon die Startaufstellung kurz vor Beginn des Rennens in Spa. Und ja, das ist dann das ein und andere actionreiche Ereignis. Anderson direkt hier wieder schöne Führung. Und ja, diese Schikane hat sehr in sich. Und bei dem einen und anderen, ja, wird man schon sehen. Der eine hat schon einen. Ich habe damals schon eine Durchschattstrafe bekommen. Das schon recht früh. Und an der einen anderen Position, was gleich passiert, hier auf den ersten Martin, den V12, den roten, mit einem BMW, genau jetzt in dieser Kurve, zusammengestoßen. Und ja, da die Nummer 22, das ist, ja, war aus Versehen, wollte ich nicht, bin direkt die Eisen gegangen, aber naja. Ja, weiter geht's hier, die einen und anderen, die fetzen sich hier richtig schon vorne weg. Anderson, der macht hier direkt mal schon die Führungsspitze und haut schon mal richtig ab. Und wir hatten auch einen, der aus der Boxengasse gestartet ist. Aber auch ein schöner Fight, den man hier sieht. Auch wenn es eine Überholung ist, kann es ja auch mal schon dabei sein. Ui, da hat aber der Rasenmäher auch zugeschlagen. Ne? Ja, während ich dann auch in meine 30 Sekunden Strafe absitzen darf, was auch immer, habe ich wirklich versucht, hier ein bisschen wirklich alles mit aus dieser Karre rauszuholen, was es geht. Und auch hier schön Platz gemacht, schöne Überrundung. Man sieht hier auch ganz klar, ne, ersten V8, was auch er leisten kann. Aber dementsprechend, ja, in Rouge rein. Links, rechts. Und da kann es auch schon mal passieren, dass du mit den zwei linken Rädern abheben tust. Ja, auch wieder hier ein schwarzer BMW. Ja, das schöne Trio des BMW-Fights. Ne? Kannst ja wie im letzten Rennen. Hätte ich auch gewünscht, dass es auch in diesem Rennen wieder was gewesen wäre. Aber beim einen und anderen, ja. Rundenzeiten, die wurden immer, immer besser, auch im Qualifying. Da wird, wie gesagt, das Qualifying, das Rennen und das Training wird nochmal einen separaten Video geben, wo ihr euch das alles angucken könnt. Aber ich habe schon, ja, oh, da schnuppert einer, aber schon richtig beim Ferrari hinten dran, ob das auch was wird. Ja, schön, sauber überholt, keine Probleme. Naja, auch bei den Zeiten, das sind den einen und anderen, ja, Missgeschicke. Also ich habe insgesamt drei Strafen bekommen, zweimal mit 30 Sekunden und dann 23 Minuten kurz vor dem Rennende habe ich dann gedacht, nein. Und hier auch mal schön side by side erst denn mit einem schönen BMW. Das war übrigens auch den BMW, den ich am Anfang der nach Rouge der ersten Linkskurve ziemlich gut aus Versehen gebatscht hatte. Ne? Also in dem Fall, Kili, mein Lieber, tut mir leid. Auch an dieser Stelle, aber ich habe da wirklich mit dem ersten V12 eine Fehleinschätzung gehabt. Ja, und jetzt hier auch mit dem V8 unterwegs beim Fuchs. Ne? Und wenn da hinten schon jemand kommt, dann auch eine Überholung. Ui, knappe Geschichte. Aber da gedacht, naja, links, rechts, ich schnupper mal bei dir, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, und wie man auch sieht, Platz 16 war noch gut. Anderson weiterhin in Führung, Matze mit dem BMW und natürlich die W777 mit dem Ferrari hinten dran. Und auch der liebe Noack. Hoi. Ich sage immer, je Überholung oder je Überrundung, wenn du es schaffst, bei der Überrundeten oder bei dem, wurde ich überrundet, noch am Heck dran zu bleiben, dann hast du natürlich den Windschatten mit dabei und dann kannst du halt nochmal Zeit richtig gut machen. Ja. Streckenmäßig, trainingmäßig kann man auch fast sagen, es war einfach nur eine Rutschpartie. Also jedes Mal, wenn man versucht hat, beim
auf dem Server vom lieben Humor zu trainieren, war es wirklich eine No-Hot-Lap-Rund, also da ging gar nichts. Aber ja, ich habe sogar schon gepackt, ich glaube da war er 13 da, 10, ich weiß gar nicht, 10 oder 13 da im Training, das wird man dann nochmal im Video sehen, aber da habe ich auch schon gemerkt, vielleicht könnte ich ja noch was rausholen mit dem Oh, und dann auch nochmal Side by Side hier. Wer zieht? Oh, schön. Schönes Manöver, schön. Also das sind Szenen, die natürlich hier im Rennsport natürlich das ausmacht, auch wenn es wieder nur Überholungen sind, aber trotzdem ein paar schöne Kämpfe. Das ist richtig, ja. Und wie man sieht hier, oh, das war aber eine, oh, das war aber spitz in die Kurve, nein, heiliger Schoßack. Ja, während ich mich bemühe, die einzelne Situation hier gut zu beschreiben, ist es doch wirklich schon sehr atemberaubend und ich denke, ihr merkt es auch selber, wie es zum anderen auch die Sprache verschlägt. Was für schöne Überholmanöver dabei sind. Und vor allem, ich finde es immer sehr wichtig, hier auch jetzt hier beim Start wieder, was da so großartig passiert ist. Vor allem, jetzt bleiben wir mal gerade mal bei der Nummer 19. So, aus dem Weg von Rouge, ne? Und ihr seht es ja schon hier. Dass ich da gleich ordentlich mal in die Bremsen steige. Weil ich dachte, ja komm, lass doch mal vor. Ja, und voll in die Eisen reit. Und dann, wie gesagt, das war unabsichtlich. Und ich habe dann so eine Gewisch bekommen. Also so dermaßen, wo ich auch gedacht habe. Yippie, kann an die Box gehen. Und ja. Ja, wie gesagt, das soll es von mir gewesen sein. Rennergebnis, ein ganz klarer Fall. Ferrari wieder in Führungsposition und ganz am Ende natürlich ich meine Strafe. Wie kann es anders sein? Aber es hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache, was ja auch sein soll. Und ja, das nächste Rennen findet nämlich im holländischen Zandvoort statt. Das heißt, auf jeden Fall werden wir jetzt fleißig üben. Ihr könnt mich auf jeden Fall live auf Twitch, Videos natürlich auf YouTube mitbekommen, wie ich die mit der Community da alles trainiere, einstelle, Spaß habe und sogar ja, der ein oder andere Ausrutscher soll es geben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und ja, gerne auch ein kostenloses Abo und gerne dürft ihr mich auch auf Twitch folgen. Habt einen schönen Tag, in dem Fall bis zum nächsten Mal, euer Waterloo. Ciao, ciao.